Ja Leute, was geht? Es geht weiter hier mit Let's Play Hogwarts Legacy mit Minion Pyrus. Wir haben ein bisschen neue Ausrüstung, oh, ein klein bisschen was. Und heute machen wir schön Unterricht hier zum Start der Folge. Ich bin mal gespannt, wie es wird. Ich hoffe, dass ihr auch wieder hier mit mir am Start seid. Mal gucken, ja. Ach ja, es wird auf jeden Fall wieder wunderschön, das Wissen. Das war das letzte schon. Cooles Gemälde. Ja, cooler Hopser. So, aber nichtsdestotrotz. Genau, laufen wir mal hier entlang. Rebellion. Galeonen und die Uniform eines Historikers. Also oben. Schatzkarten sind großartig. Also ja, ne, oben ist ja jetzt uninteressant für mich. So. Ich weiß gar nicht mehr. Herausforderungen. Warte mal, Aufträge. Also hier haben wir schon die Hälfte. Ja, hier sind wir fast fertig. Hier haben wir schon die Hälfte. Also wird das hier auf einmal, was gehen wir? 2, 4, 6, 8, das 10. Ach du Scheiße, da haben wir noch 14 Aufträge. Warte, 14, wenn ich jetzt richtig zähle. Und ich weiß natürlich jetzt noch nicht, ob die Herausforderungen dann zu dem passen, aber dann würde das bedeuten, wir haben noch 14 Aufträge. Okay, das wäre krass. Besser kann mehr viel. Naja, obwohl. Wir spielen das ja schon eine ganz schöne Zeit lang, ne? Also insofern. Also jetzt auch nicht übermäßig lange, aber ja, kann man ja schon sagen, ist eine gewisse Zeitspanne. Wo wir das Spiel schon spielen. Okay, das sieht echt cool aus. Ja, na egal. Ja, komm. Genau. So, ja. Oh, können wir im Nachtfliegen lernen? Das wäre voll geil, weil es ist eher mit Tierwesen. Ich schätze mal auch wieder. Oder reiten. Oder fliegen. Mal gucken. Aber ich glaube, die konnte man ja fliegen. Also im Film war das doch meistens Fliegeviecher, oder? Fantastische Tierwesen. Willkommen allerseits. Sie haben schon einige der Tierwesen kennengelernt, die wir hier studieren. Man sollte diesen Kreaturen mit dem nötigen Ernst begegnen. Sie sind alle auf ihre Weise gefährlich. Vor allem, wenn man nicht weiß, wie man richtig mit ihnen umgeht. Mhm. Anscheinend sind viele von ihnen aus der Übung. Gehen wir noch einmal die Grundlagen durch, wie man sich um ein Tierwesen kümmert, ja? Miss Sweeting. Würden Sie bitte unserem Neuzugang in der heutigen Stunde helfen? Ja, Professor Howen. Hallo, ich bin Poppy. Poppy Sweeting. Keine Sorge wegen Professor Howen. Sie übertreibt manchmal. Alle Tierwesen hier sind ungefährlich. Miss Sweeting, passen Sie bitte auf. Die Zunge eines Knuddelmuffs hat es durchaus in sich. Ja, Professor. Hier, du kannst an Gerald üben. Achte bloß auf seine Zunge. Na gut, achso, du die Kleinviecher, das heißt, wenn du große. Du kannst meine Bürste benutzen. Sei sanft. Mhm. Oh, und denk an was Schönes. Ich stell mir gern vor, dass es ihm dann noch mehr Spaß macht. Die Tierwesen wird genutzt, um mal Tierwesen zu fliegen. Tippe auf Mautaste oder. Geh zur Tierwesenbürste und zieh sie auf dein Tierservice, indem du. Tierwesenbürste. Okay. Nein. Ah. Wie schön. Er fühlt sich sicher viel wohler. Ich glaube, er hat Hunger. Würdest du ihm etwas Tierwesenfutter geben?
Aber ob ich das immer alles zuordnen muss, kann ich das nicht einfach auswählen, kurz, was? Ah, das ist ja auch du, also das ist ja auch bekloppt. Was denkst du, wonach das Granulat für Gerald schmeckt? Nach Döner. Gerald mag dich. Da bin ich mir ganz das sicher. Stimmt, da hat er Knoblauch. Das freut mich. Er scheint sehr lieb zu sein. Das ist er. Güte ist eine seiner besten Eigenschaften. Cool. Gleich nach Ehrgeiz. Und Reinlichkeit. Gute Arbeit. Nun machen wir uns zu den Gehegen auf und wählen ein anderes Tierwesen. Und bitte, seien Sie beim Füttern und Versorgen achtsam. Ja. Miss Sweeting, warum zeigen Sie unserem Neuzugang nicht die Kniesel im hintersten Gehege? Komm schon, die Kniesel sind hier drüben. Ja, aber fehlt echt ein bisschen... Entschuldigung, ein bisschen doof, wenn man das immer neu auswählen muss. Weil das sind doch eigentlich Kampfsets, da muss ich alles drüber auswählen. Knieselschnurrbarthaare sollten mir ein paar Knuts einbringen. Genug für einen Einkauf beim Honigtopf. Ach, blödes Vieh. Was in Merlins Namen machst du da? Du bist seltsam, Poppy. Sorgst dich wegen diesem blöden Vieh? Ihr Name ist Persephone. Ihr Name ist Persephone. Das ist echt nicht lustig. Los, komm. Diese beiden haben nichts in der Nähe der Klasse zu suchen. Zukünftige Wilderer. Persephone hat sie sofort entdeckt. Danke für deine Hilfe. Machen wir weiter. Füttere und bürste die Kniesel so, wie du es bei Gerald getan hast. Okay. Die Kniesel haben dich wirklich gern. Sie erkennen einen guten Menschen. Genau wie ich. Es scheint, unsere Zeit ist abgelaufen. Bitte schließen Sie die Gehege und gehen. Nun, wo ist denn unser Neuzugang? Ja, hier, Windfisch. Da sind Sie ja. Ich würde Sie gerne sprechen. Hallo, Professor. Sie wollten mich sprechen? Ganz recht. Wie war Ihre erste Stunde in Pflege magischer Tierwesen? Toll. Wunderbar. Ich glaube, mir wird dieser Unterricht gefallen. Gut. Sie scheinen zu verstehen, dass Tierwesen unter der richtigen Führung eine maßgebliche Rolle in unserem Leben spielen können. Einige bieten uns Materialien voller magischer Kräfte, bei der richtigen Pflege. Das bedeutet auch, sie nicht für ihre Schnurrhaare zu quälen. Das haben Sie übrigens gut gemacht. Überlassen Sie es aber das nächste Mal lieber mir. Ja, Professor. Die sind fast so schlimm wie die Rohlinge aus Rookwoods Meute von Wilderern. Leider sind wir es, die darunter leiden. Überall tote Tierwesen. Eine furchtbare Verschwendung. Sicherlich kann jemand die Wilderer zur Rechenschaft ziehen. Das Ministerium vielleicht. Wie optimistisch von Ihnen. Aber warum konzentrieren wir uns nicht erst einmal auf das, was wir kontrollieren können? Professor Weasley bat mich, einige Aufgaben vorzubereiten, die Ihnen helfen sollen, zu den Fünftklässlern aufzuschließen. Halten Sie Ausschau nach meiner Eule. In der Zwischenzeit rate ich Ihnen, sich Wissen über so viele Tierwesen wie möglich selbstständig anzueignen. Psst, psst, hier drüben. Was gibt's? Brauchst du etwas, Poppy? Nochmals vielen Dank, dass du etwas gesagt hast, so dass ich es nicht musste. Du warst wie ein Orgiri am Mittag in der Wüste. Ich hoffe, das ist etwas Gutes. Das sagen meine Oma und ich immer. Es heißt, jemand oder etwas ist eine willkommene Überraschung. Oder zumindest bedeutet es das für uns. Ich konnte nicht einfach nur zusehen und nichts tun. Wir sind uns ähnlich.
Tatsächlich gibt es da jemanden, den ich dir gerne vorstellen möchte. Im Wald. Jetzt bin ich neugierig. Nun gut, geh voran. Das hatte ich gehofft. Mhm. Ich nehme nicht einfach jeden mit. Du bist bisher der Erste. Wirklich? Tja, danke, schätze ich. Wie gesagt, wir sind uns ähnlich. Das hat mich überrascht. Ja. Das war also so nach, Was für ein Wetter. Findest du nicht auch? Poppy, wohin bringst du mich? Es ist wirklich besser, wenn ich es dir zeige. Okay. Keine Sorge, wir sind fast da. Es ist gleich da vorne. Bleib zurück. Hm? Oh! Ja, das ist doch mal ein Tier. Darf ich es haben? Das weckt mein Interesse. Das ist Wolkenschwinge. Ist sie nicht einfach wundervoll? Oh ja. Na los, sag ihr Hallo. Aber Vorsicht. Du musst Hippogreifen immer mit Höflichkeit begegnen, bevor du dich näherst. Allerdings sich bestimmt dieser Hippo. Was ist das denn für ein hässlicher Vogel, der da vor mir steht? Ich meine ganz ehrlich, guckt euch mal diese Kleidung an. Na gut, verbeugen wir uns mal. Hallo, Sir. Ich wusste es. Ich habe noch nie erlebt, dass sich ein Hippogreif so schnell an jemanden gewöhnt. Du kannst sie gerne füttern und bürsten. Wenn ich Zeit habe, schaue ich nach ihr. Bringe ihr was zum Naschen und erzähle ihr, was im Schloss los ist. Oh. Man sieht es ihr nicht an, aber sie ist eine furchtbare Wichtigtuerin. Ja. Lieb mich! Mag mich! Ich gehe da. Oh, tschüss! Und? Was hältst du von Wolkenschwinge? Ich finde sie genial. Nicht zu fassen, dass du mich ihr vorgestellt hast. Ich wusste, dass ihr euch verstehen würdet. Sehen die Schüler etwa deinetwegen Hippogreife über den verbotenen Wald fliegen? Hm, könnte gut sein. Wusstest du, dass ein Hippogreif immer für einen da ist, wenn man sein Vertrauen erlangt hat? Ich habe das mit ihr selbst erlebt. Sag mal, wie genau bist du Wolkenschwinge begegnet? Das ist eine lange Geschichte. Aber ich habe sie vor einigen Jahren vor Wilderern gerettet und in Sicherheit gebracht. Danach war alles gut. Bis jetzt. Wie du vielleicht weißt, haben wir hier ein Wildererproblem. Ich befürchte, sie könnten sie erneut einfangen. Und dann bin ich vielleicht nicht da. Professor Howen hat die Wilderer auch erwähnt. Sie meinte, wir könnten uns nicht auf die Hilfe des Ministeriums verlassen. Ich bin nicht oft einer Meinung mit Professor Howen, aber ich fürchte, sie hat recht. Der Einfluss der Wilderer wächst. Ich sehe sie täglich im Dorf. Sie spazieren herum und reden mit den Leuten. Die haben irgendwas vor. Ich weiß nur nicht was. Das klingt seltsam. Als ob die etwas vorhätten. Ganz genau. Ich werde dem mal nachgehen. Herausfinden, was los ist. Was sie tun. Das ist eine gute Idee. Wissen ist Macht. Und je mehr ich weiß, desto besser kann ich sie beschützen. Du wirkst unbeirrt. Erzählst du mir, was du herausfindest? Oh, also gut. Mach ich. Ich muss los, aber ich hoffe, wir sprechen uns bald wieder. Ja, hoffe ich auch.
So, oh nein, schon ein Tierwesen, geil. So, fertig, abgeschossen, sehr schön. Und jetzt hast du mir alles erschossen. Ah, wie geil. So, ich glaube, das war auf der 2, ne? Und auf der 1 habe ich einfach das genommen, ne? Ich glaube, ja. Was war denn da auf der 1? Ich habe keine Ahnung. Das ist so blöd, das ist so doof. Ernsthaft. Ja, weil ich mir die ganze Zeit meine Frost habe ich. Das habe ich auch irgendwo. Hätte ich mich da drauf gedacht, wenn das wird das, dann nehme ich dafür jetzt. Das hier. Nein! Oh nein! Ich habe doch. Nein! Habe ich das da oben falsch? Oh, was habe ich denn da jetzt gehabt? Ey, es ist so bescheuert. Ey, das erregt mich irgendwie auf. Wer bringt das jetzt an? Das ist gut. Na, das habe ich noch nicht. Ja, schon, das habe ich schon. Das habe ich jetzt noch nicht. Ein Symbol habe ich. Ich da bei Reparo. Oder Undichtbarkeit. Undichtbarkeit kann man mal gebrauchen. So. Genau. Ja, das sind immer. Also, ich meine, die großen Fähigkeiten, okay, aber warum kann ich den jetzt nicht einfach mal so auswählen, dass ich dann kurz das zaubern kann? Das ist echt bekloppt. Ich meine, man könnte natürlich sagen. Man macht das so, keine Ahnung, dass man sagt, eins mal für Spezialdinger offen lässt. Und dann hat man noch drei, aber das ist auch irgendwie doof. Also manchmal, ja, weiß ich nicht. Ich würde sagen, ja genau, ich wollte ja, ja, hallo? Das. Ja genau, das wollte ich hier machen, okay. Genau, wollte ich mich jetzt hin, weil das die nächste Hauptmission ist. So, ja genau, ja, los geht's, wo ist denn das? 800, was geht da? So, los geht es. So, war eine coole Mission, war ja ganz witzig. Nur es finde ich halt immer ein bisschen schade, das hätten sie auch machen können, dass man es wahlweise auch. Also ganz ehrlich, wann brauche ich denn wieder füttern? Und wann brauche ich wieder die Zauberkünste von Raum, von Wunsch, von hier Raum der Wünsche? Wann brauche ich denn das? Nie. Außer ich bin in Raum der Wünsche oder ich kümmere mich um Tiere. Aber wie oft werden wir uns hier um ein Spiel, wo wir noch um Tiere kümmern? Hm. Ist das, was ich meine? Das ist ein bisschen das, was ich da. Weil ich da ein bisschen da so Problem finde. Ich back fest. Ich back fest. Gut, und jetzt sind die Wilderer sozusagen ein Problem. Aber jetzt sozusagen die Wild. Was? Kein Tut. Achso, kein Tut. Ich dachte jetzt eben schon, das verzaubert. Immer hier sein können. Na gut, gucken wir mal. Ja, also, mehr steht hier sogar. Ich dachte nur eben, dass wir eingegriffen wird. Willkommen zurück. Hi. Ich habe da einen Sonderpreis für die Besenverbesserung. Mhm. Ich weiß Ihre Hilfe wirklich zu schätzen. No. Ich brauche ja auch nicht. Ja, ich habe ja auch nicht Geld. Sehr schön. Because 1000. Ach du Scheiße. Ich hatte mal auch nicht Geld. Sie werden diesen Besen lieben. Das verspreche ich Ihnen. Jo. Danke. 1000 habe ich ausgegeben. Wissen Sie, geil. Halb Hogsmeade hat sich im Laden nach den Gerüchten zu einer Besenverbesserung erkundigt. Ohne Ihre Informationen hätte ich doppelt so lange gebraucht. Vielen Dank nochmal. Es mag ambitioniert klingen. Aber ich arbeite bereits an der nächsten Verbesserung. Die ist noch komplizierter als die letzte. Haben Sie vielleicht Interesse, mir noch einmal zu helfen? Bei Iondale gibt es noch eine Strecke, die Miss Reyes gemeistert hat. Wenn Sie diese erste Verbesserung dort ausprobieren, kann ich die nächste entwickeln. Sie denken doch darüber nach, oder? Können Sie mir mehr über die nächste Strecke sagen? Das ist nur ein Katzensprung entfernt. Südlich von Hogsmeade. Herrlicher Bergblick.
Die Strecke stellt die Ausdauer auf die Probe. Ein paar ihrer Klassenkameraden wollten dorthin, um zu sehen, was Imelda zu bieten hat. Und das ist durchaus erstaunlich. Ich meine, nachdem viele doch gar nicht erst gegen sie antreten wollten. Hoffentlich schreckt sie das nicht ab und sie probieren die Strecke aus. Denken Sie drüber nach. Klingt, als ob sie sich selbst übertreffen. Wenn ich kann, dann helfe ich. Danke. Dieser erste Erfolg ist erst der Anfang von dem, was ich für das Besenfliegen erreichen kann. Melden Sie sich schnellstmöglich wieder bei mir. Und dann geht's los. Mhm. Was ist das? Geil. So, okay. Also. Dann auf zum Wettflug. Weil wir einen Wettflug machen. Na gut. Dann mache ich mal einen Wettflug. Aha. Dann auf zum Wettflug. Weiß gar nicht, was ist jetzt eigentlich Verbesserung? Ich hätte es vielleicht mal durchlesen sollen. Ups. Egal. So. Ich sollte mich mit Dianthuskraut beschäftigen. Ja. Aber ich müsste trotzdem schwimmen. Ja. Warte mal. Hallo, was ist los? Bleib mal stehen, Alter. Was ist los? Warte. Da. Gehst du schwimmen? Wo denkst du hin? Obwohl ich langsam glaube, ich sollte wirklich schwimmen lernen. Mhm. Was wäre ich für eine Kontaktperson für die Wassermenschen, wenn ich nicht schwimmen kann? Du bist eine Kontaktperson für die Wassermenschen? Nun, im Prinzip nicht, nein. Diese Position existiert im Augenblick noch nicht, aber das werde ich ändern. Darauf kannst du dich verlassen. Ich bin übrigens Nerida, Nerida Roberts. Wir sind uns erst einmal begegnet beim Duell bei den gekreuzten Stäben. Ja, natürlich. Schön, dich wiederzusehen. Ebenso. Du interessierst dich ja sehr für Wassermenschen. Das tue ich auch. Denn sie werden von uns ebenso missverstanden und missachtet wie Kobolde und Zentauren. Und ich finde, wenn Kobolde und Zentauren Verbindungsbüros im Ministerium haben, sollten die Wassermenschen auch eins haben. Beeindruckend. Eine tolle Idee, mit den Wassermenschen Kontakt aufzunehmen. Ja, wirklich? Oh, vielen Dank. Natürlich habe ich bisher eigentlich noch gar nichts getan. Ich habe ihnen vor einigen Wochen ein Geschenk gebracht und sie wollten mir auch eines in einer ihrer Höhlen hinterlassen. Ein Austausch und eine Einladung. Ich wollte ihnen sagen, dass ich nicht schwimmen kann, aber ich habe es wohl nicht gut übersetzt. Meerisch ist echt knifflig. Was hat die Zaubererwelt bezüglich der Wassermenschen falsch gemacht? Nun... Wir haben die Wassermenschen trotz der vielen Gemeinsamkeiten zwischen unseren Kulturen stets herablassend behandelt. Kein Wunder, dass sie den Zauberwesen-Status des Ministeriums vor Jahren abgelehnt haben. Wie kann man solche Schönheit und Intelligenz klassifizieren? Was denkst du, würde eine Kontaktperson der Wassermenschen tun? Oh, vieles. Ich will alles über sie erfahren. Wenn ich erst schwimmen kann, werde ich natürlich mein Meerisch perfektionieren. Und ich würde ihnen alles erzählen, was sie über die Welt der Zauberei wissen wollen. Ich hoffe, dass beide Seiten wachsen können, wenn wir einander besser verstehen. Was genau interessiert dich so an den Wassermenschen? Oh, ich kann dir gar nicht sagen, wie wundervoll sie sind. Die Geschichten über sie sollen sogar bis in die Muggelwelt vorgedrungen sein. Die ältesten bekannten Wassermenschen, die Sirenen, stammen aus Griechenland. Schottland hat die Selkies und Irland die Marrows. Ich könnte noch ewig über sie sprechen. Ihre prächtigen Unterwassergemeinden, die Domestizierung der Meerestiere, ihre Kunst und Musik. Es ist eine Schande, wie wenig wir sie verstehen. Also, ich kann schwimmen und ich helfe dir gerne. Das würdest du tun? Danke! Danke, danke!
Sie sollen auf keinen Fall denken, ich würde Ihr Geschenk verschmähen. Diplomatie ist ein Drahtseilakt. Wenn ich mich nicht irre, kann man dort vom Wasser aus direkt in ihre Höhle hinuntertauchen. Der in die Höhle hinuntertauchen, ja gut, was das... Was du alles sehen wirst! Eines Tages werde ich es selbst erleben. Das weiß ich einfach. Okay. Da würde ich sagen, das machen wir in der nächsten Folge, denn da können wir dann darunter tauchen. Würde ich sagen, wir sind ja schon mal 25 Minuten. Ich danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Beim nächsten Mal machen wir dann weiter. Haut rein. Bis dann, euer Pirates. Wir gucken uns nächste Folge an, wie wir da weiter vorgehen. Wir sehen uns. Tschüss. Bis dann. Haut rein. Ciao.